Es gibt genug Frauen, die sich darüber beschweren, dass sie alles alleine machen müssen. Dass ihr Partner sie vielleicht auch nicht ganz so unterstützt. Und wenn sie nicht arbeiten gehen würde, würde sie das alles gar nicht schaffen mit Familie und Finanziellem, weil der Mann sie nicht so ganz unterstützen kann, weil er einfach nicht so viel Geld verdient. Wenn wir uns das aber nochmal näher anschauen, eine Frau bleibt mehr in der männlichen Energie so lange, bis ein Mann ihr die Gelegenheit gibt, sich sicher zu fühlen in seiner männlichen Energie. Ja, so dass sie gemütlich in ihrer weiblichen Energie bleiben kann. Frauen sind nicht aus Spaß zu sehr in der männlichen Energie und machen das nicht außer Freude, dass sie einfach ständig am Erschaffen sind. Oft sind sie verletzt, weil sie in einer Umgebung, wo Männer waren, verletzt wurden. Und jetzt fühlen sich wahrscheinlich die einen oder anderen gar nicht so angesprochen. Aber wenn du als Frau nicht aufgefangen wirst und als Frau dich nicht sicher fühlen kannst in der männlichen Energie, die für dich sorgt, ohne was von dir zu verlangen, dann wirst du automatisch in eine männliche Energie kommen. Wir Frauen sind dazu da, mehr in der weiblichen Energie zu sein. Und was ist weibliche Energie? Entspannen, empfangen, genießen. Und solange sie das nicht hat, die Sicherheit, dass es da eine männliche Energie gibt, die für sie sorgt und sie schützt, ohne sie zu verletzen. Das spannende Thema ist, ich habe da eine Umfrage gemacht auf Instagram und ganz viele haben geklickt. Ich hatte da gefragt, ist es nicht der Mann, der eigentlich für die Familie sorgt? Ich weiß, das ist meine Einstellung und ganz viele teilen sie nicht, aber ich bin davon überzeugt, dass das so ist, dass der Mann für die Familie sorgt. Und die Frau kann sich entscheiden, ob sie was anderes machen möchte, ob sie arbeiten möchte. Ich arbeite ja selber, ja, und habe da meine eigenen Dinge, die ich hier umsetze. Aber vom Prinzip her ist es der Mann, der für die Familie sorgt, eine stabile, ja, Sicherheit für die Familie bietet. Und die Frau kann sich zurücklehnen und genießen und empfangen und versorgt dann die Familie, beziehungsweise ist für die Kinder da und so weiter und so fort. Und ganz viele haben dann geklickt, nein, Frauen sollen halt auch arbeiten. Ich sage ja nicht, Frauen sollen nicht arbeiten. Es geht doch darum, dass eine Frau sich so sicher fühlt in der männlichen Energie. Und in der Vergangenheit wurden Frauen so sehr verletzt von der männlichen Energie, dass es ihnen gar nicht bewusst ist, dass sie, nö, eine Frau muss kämpfen, eine Frau. Die Frau muss gar nichts. Aber leider ist es in unserer Gesellschaft so, dass tatsächlich genug Frauen da sind, die mit Männern zusammen sind, die in einer verletzten Männlichkeit sind, die nicht genug männliche Energie haben. Damit möchte ich niemanden erniedrigen. Aber die Frau hat dann zu viel von der männlichen Energie und der Mann mehr von der weiblichen Energie. Alles Yin und Yang. Das heißt, wenn zwei zusammen sind und der eine ist nicht balanciert mit der Energie, ja, zu viel männlich. Also jetzt, wenn du keinen Partner hast und du wünschst dir einen tollen Mann an deiner Seite, dann schau rein, bin ich zu sehr in meiner männlichen Energie? Sind wir Frauen heutzutage leider sehr, spüre ich auch bei mir immer mal wieder, wie sehr ich noch, ja, zurückhüpfe in meine männliche Energie, in dem Machen und Tun und selber halt erschaffen. Und das hat was mit Urwunde zu tun, mit einer Urwunde aus unserer Vergangenheit, weil leider die Frauen doch missbraucht wurden und so sie lernen mussten, das war jetzt nicht so gutes, perfektes Deutsch, aber Frauen mussten auf diese Weise lernen, mehr in ihre Männlichkeit zu kommen, in ihre männliche Energie, das Schaffen und für sich selber sorgen, sich selbst beschützen, weil Männer das leider missbraucht haben. Die Körper der Frauen missbraucht, ne, weil sie halt einfach körperlich stärker sind und viele Dinge missbraucht. Früher war es einfach so, dass die Männer arbeiten gegangen sind und die Frau zu Hause. Und da gab es Männer, die gerecht waren und da gab es aber auch Männer, die das einfach missbraucht haben. Die Frau hat gar nichts bekommen und musste alles machen, bis dann die Frauen sich gedacht haben, mein Töchterlein, du nicht. Du gehst arbeiten, du sorgst für dich, weil auf Männer ist kein Verlass. Und so ist es einfach komplett aus der Balance geraten, was völlig verständlich ist, weil es wäre schon ziemlich dumm, als Frau sich weiterhin einfach erniedrigen zu lassen, ja, und es mit sich machen zu lassen. Aber wir dürfen jetzt hier wieder hinschauen. Das heißt nicht, dass du dich komplett gehen lassen sollst, aus meiner Sicht, sondern immer mehr gucken, in die weibliche Energie zu kommen und die auch bewusst zu machen. Wenn ich zu sehr in meiner männlichen Energie bin, dann auch nur aufgrund von Trauma und aufgrund dessen, dass ich mich in der männlichen Energie nicht sicher fühle, weil sie das sonst missbraucht, meine Schwäche. Wie kann ich jetzt dafür sorgen, immer mehr bei mir zu sein, immer mehr in den Genuss zu kommen und zu empfangen und dann so eine Balance zu haben in Schaffen und Tun, aber auch in diese weibliche Energie, in dem Nichtstun und Empfangen und einfach nur genießen. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und bis bald.